Name ist Silvia Schmidt. Ich bin Künstlerin aus Friedberg, Hessen. Das liegt bei Frankfurt. Und ich zeichne eigentlich schon mein ganzes Leben lang sehr gerne. Bis 2014 habe ich als Speditionskauffrau gearbeitet und habe dann gemerkt, dass mich das nicht erfüllt. Und ich habe dann bei anderen Künstlern gesehen, was alles möglich ist und habe dann das fotorealistische Zeichen für mich entdeckt. Und seitdem verfolge ich das und perfektioniere meine Technik mit mittlerweile auch großem Erfolg, dass auch Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger auf mich aufmerksam geworden sind, was mich sehr stolz macht. Meine realistischen Arbeiten verwende ich sehr gerne Bristlepapier, weil das sehr glatt ist und man muss sich das fotorealistische Zeichen halt in Schichten vorstellen. Man trägt nicht einfach eine Farbe auf und damit ist es dann getan, sondern man hat sogenannte Layer. Also man legt mehrere Schichten, in meinem Fall bis zu 10 übereinander, und dafür ist das Bristlepapier super, weil es halt die Verläufe sehr gut darstellt. Und meine Reproduktion, die lasse ich auf Bambupapier drucken mittlerweile. Das ist ein sehr nachhaltiges Papier mit Archivqualität und wird meinem Original am meisten treu. Also man kann die Essenz des Originals am besten einfangen. Als ich angefangen habe zu zeichnen, hat es nicht lange gedauert, bis ich mir auch Gedanken um Reproduktion gemacht habe. Und da bin ich auf das Studio in Hanau gekommen, das heißt Zenger. Die haben etwas ganz Besonderes, die haben nämlich einen großen Scanner, den es in ganz Deutschland nur dreimal gibt. Der fängt alle Details eines Originals sehr genau ein und so sind die Reproduktionen dann auch ganz besonders am Ende. Und das Tolle an dem Studio ist, es ist sogar ein zertifiziertes Hahnemühle-Studio, was für mich natürlich ideal ist. Im Moment arbeite ich an einer sehr großen Grundstückzeichnung. Das ist die größte, die ich bisher überhaupt angefertigt habe. Enthüllt wird die nächstes Jahr dann auf einer ganz besonderen Ausstellung in Graz, Österreich. Und nebenher habe ich noch, ich glaube, einige Dutzend Zeichnungen in meiner Schublade liegen. Da sind alle möglichen Sachen dabei, von weiteren Arnold Schwarzenegger Zeichnungen zu Stillleben, Puppenbildern, alles Mögliche, also durch die Bank weg. Und einige neue Veranstaltungen warten auch noch auf mich. Auch ein exklusives Event, bei dem Hahnemühle auch eine sehr große Rolle spielen wird, worauf ich mich sehr, sehr freue.